Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte von Thüringen, also 3.101. Ja, aktuell wollte ich Milch von einem Milchwagen in den nächsten und dann im globalen Markt. Das wird noch zweimal passieren, weil mit dem anderen Milchwagen wollte nicht richtig abkippen oder gar nicht, nur stückchenweise. Wahrscheinlich ist es durch diesen Modus zu hoch und dadurch beim Trigger nicht erreichbar. Ja gut, ist halt so, ne? Und dann werden wir halt mit diesen dann fahren lassen. Ist ja kein Problem. Hoffe ich jedenfalls. Und so für mich haben wir auch noch nicht. Wenn der regelmäßig fährt, ist der Stall immer leer, ne? Vielleicht verwenden wir den größeren. Also funktioniert also so ein Ding, ne? Beladen geht so schnell, aber abladen dauert lange. Ja, heute ist Mittwoch, ne? Bei mir ist heute jetzt auch Mittwoch. Den 7. April. Ja, oben rechts kann man jetzt mal sehen, wann ich aufgenommen habe. Zeit, Datum, sogar das Jahr. Ja, ich meine, für dieses Jahr nicht mehr so tragisch oder nicht so wichtig, aber wenn wir, da dachte ich mal so, ne, wenn man jetzt längere Zeit auf YouTube drauf ist, ne, und entsprechend das macht, was ich jetzt mache, ne, aufnehmen und hochladen, wenn auch später mal, ja, die Uhr Verwandtschaft anschaut. Kinder habe ich ja keine, aber ich meine, ich habe noch Neffen. Mein Bruder hat ja, war ja fleißig. Und tja, da kann man sehen. Oh, die Aufnahme wurde gemacht. Dann und dann. Das und das Jahr. Und da jetzt die heutigen Enkel von ihm da mal anschauen. Oh, jo. Den gibt es schon lange nicht mehr, aber die Videos existieren noch, ne? Da kann man auch sehen, oben rechts Zeitung, die Zeit und vor allem den Tag und das Jahr, ne? Ja, 20 Jahre weiter. Dann bin ich auch schon 73 und da kann sich jeder ausmalen, ne, was da noch kommt, ne? Bei einem bisschen mehr, einem bisschen weniger. Ja, ist halt so, ne? So. Müssen wir gucken, was wir noch reinkriegen. Wenn wir das nicht ganz voll kriegen, können wir gleich umstellen. Weißer. Ich muss ja leer sein, ne? Ne, nur einmal noch. Ja, das ist Datum interessant, ne? Also für so eine Sache halt, ne? Ansonsten ist für mich nur interessant, wann habe ich die Aufnahme gemacht, ne? Ich meine, das kommt ja nicht auf den Tag an, ne? Die Woche ist ja entscheidend normalerweise. Nach über 20 Folgen Aufnahmen, dann weiß ich am Ende auch nicht, ob ich, wann, welchen Tag ich welche Aufnahme gemacht habe. Gut, Kettel und Kopf mache ich am Montag. Nach Möglichkeit alle 7. Dann ist das so ein Spielfluss. Und Dienstag, so wie heute, Thüringen, und wenn alles klappt, also 3 Folgen werde ich heute machen und die nächsten 4 dann entsprechend am Mittwoch, also heute in 24 Stunden. Ja, dann bleibt noch Donnerstag, Freitag noch die Marsch zum Aufnehmen, ne? Weil am Donnerstag an sich mache ich keine Aufnahme, weil ich ja Freitag dann wieder etwas früher aufstehen müsste. Naja, früher, naja, da beginnt die Arbeitszeit früher. Und da ist es mir lieber, ich habe da rechtzeitig im Bett gewesen, ne? Vielleicht werde ich da ein bisschen bearbeiten, das kann durchaus sein. Wo war drinne? Das kann nicht sein, oder? Das ist eine unerschöpfliche Quelle. Oh. Junge, so geht's auch.
Also, das ist ein kleiner Bug. Ich sag mal so, ich bin jetzt mindestens dreimal gefahren und trotzdem, ja, da werden wir nie viel, da kriegen wir nie leer. Wie habe ich angefangen? Da war da so wie voll jetzt. Da hat sie, bin dreimal gefahren. Dreimal. Immerhin. Könnte man Kurzplay einstellen. Ich könnte meine Kühe verkaufen und trotzdem dauert mir nicht, ne? Das ist nicht schlecht. Also, bin ja schon in der letzten Folge davor gefahren. Also. Das ist schon lustig. Ey, wieso wird das, muss aber immer leer werden, ne? Also 18.000 ist ja schön, die ersten Male, ne? Aber beim vierten, fünften Mal später musst du doch anfangen mit, mit, dass das mal nicht ganz voll wird, ne? So. Automatisch fahren lassen. Ich versuche mal diesen jetzt hier nochmal abzuladen. Wenn es gleich klappt, ist gut. Klappt das nicht, dann geht der zurück zum Händler und verkauft mit mir, ne? Oder es lag am Traktor. Ne, ist ja noch das gleiche. Aber ich fahre da mal ran und guck mal, ob das entsprechend ausladen kann. Kann hier ausladen? Nee, kein Zeichen. Ich fahre mal die Runde. Hier mal normal. Auf und zu. Normalerweise ist man beim Beladen. Oh, Kollege. Naja, er fährt da lang, aber es ist irgendwie egal. Das ist oben Milch. Untere. Der 18,6 km/h. Der lädt nicht ab. Der muss ich umändern auf diesen Punkt. Hier kommt kein Symbol. Jetzt geht's. Letzte Woche oder letzten Tag habe ich richtig gequält. Wie gesagt, er ist anscheinend und Trigger zu hoch, ne? Das kann sein. Dass er mit einem anderen Traktor etwas höher gelegen ist, kann sein. Möglich. Aber den anderen programme ich um auf, das ist jetzt hier Punkt. Mal gucken. Da ist hier 1. Die andere Einstellung 1. 2 ist dann. Kann sein, dass hier kein Punkt für zum Abladen, ne? Ist möglich. Ja, möglich. Dann machen wir hier. Das können wir abschließen. Bewahrung. Das ist immer wieder lustig. Wieder vergessen. 1. Ja, ich sag mal so. Das lässt man mit dem Alter nach. Das ist fertig. Dann lassen wir gleich mal Klee. Quatsch. Luzern noch mal wenden. Hier dann mal einen Augenblick stehen lassen. Denn hier, das ist noch zu nass. Noch kein richtiges Heu. Das wollen die Kühe nicht haben. Beziehungsweise, man kann sich abkippen. Kursgenerierung 41.
Und auf geht's. Ist zwar schon gefallen worden, aber gut, ist egal. Kurz gucken, ob die Farbe sich ändert. Von der. Ne. Naja, gut. Da oben ist ein Schwader, glaube ich, noch. Gleich mal. Wegfahren. Da oben. Ja. Das zum Thema Milch, ne? Ob das ein Bug ist? Wahrscheinlich. Ungewollt, gewollt. Weiß es nicht. Ich hatte ja mal. Steht im Stau. Ich hatte ja mal früher mal einen Mod gehabt. Der fuhr Gülle. Und dann konnte ich immer mein Dieselfahrzeug nachtanken. Der konnte auch Diesel fahren, aber wie gesagt. Da ging auch diese, also auch kann man auch Diesel tanken, wenn man da praktisch Gülle gefahren ist, ne? Ja gut. Wenn du mit brauchst, ne, in großen Mengen, ist das praktisch, ne? So, kann man zurück zum Hof. Milch wird leer, gut. Dann klappt das auch. Und dann kann man nachher später mit vom Stahl entsprechend ja, wenn der Milchwagen trotzdem geht. Ich weiß noch nicht genau. Ich kann verkaufen normalerweise. Das machen wir im Stall. Hof 1, da verkaufen wir her. Zu viele Fahrzeuge ist ja auch Quatsch, wenn man sie brauchen. Kann man uns abgehen, ne? Ja, 43, 44 wäre. Oh ja. Wenn man Glück gehabt, dass wir auf den Rädern gelandet sind. Schon mal andere Sachen gehabt. Feld 30 gehört doch eh nicht. Hier ist jetzt Hafer drin. Bin spät, aber gut. Hat aber hier mittendrin in den Geomod gewechselt, an sich verkehrt. Aber der war mal so verregnet gewesen. Das gibt's doch gar nicht hinter Regen. War schon verzweifelnd gewesen. Aber steckt ein Verkehr fest. Lass mal gleich gucken. Hat er gewusst. 100%, ich will mir jetzt gerade ein Stückchen fahren. Kommt das Symbol wieder. Aber gut. Feld 10 ist fast fertig. Da wird noch einer dabei gehen her auf Feld Nummer 9. Da reicht ein Fahrzeug aus. Schauen wir noch ein Getreidefeld finden. Wenn wir ernten könnten. Oh, oh. Ein schönes Mais. Da ging aber richtig schief hier. Junge, fahr nicht so schnell. Ich glaube, der hat noch keine gemacht, Verbruchsverstörung, aber der andere schon. Ja, stellen wir hier mal zu. Hier rechts soll er nachher den Mais rein. Häckselgut. Und bei den äußeren. Der mittlere ist ja backfrei. Aber der äußere ist, glaube ich, verbackt. Da ist die Wand meistens in drinne. Ob jetzt auch so ist, weiß ich nicht. Aber hier kommen wir jetzt in Not mit diesen unseren Kehrbesen rein und können entsprechend dann das bisschen korrigieren. Ne? So eine Silowalze braucht noch eine neue, eine größere, eine breitere. So, das ist das Einzige. So. Gehen wir zum Stall. Ob da alles klappt. Das ist nicht der Stall. Wir fahren zum Stall.
beziehungsweise wir kippen das Stroh ab und werden dann später mal normal fahren lassen. Ja, doch, zerstört mal. Oh ja, doch, doch, doch. Ja gut, es passiert, ne? So schnell gefahren. Naja. Das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ja, hier ist wie eine Flugschanze, ne? Gut, ja. Ein bisschen ruhiger fahren, ne? Mit Outdrive habe ich den schon gedrosselt auf 70 km/h, glaube ich, weil der war immer ja, rausgeflogen aus der Kurve. Ja, 114 in Kurve zu nehmen, gut, man kann jetzt auch Outdrive die Kurvengeschwindigkeit reduzieren. Aber das wäre hier auf der geraden Strecke gewesen, ne? So, immerhin. Jetzt können wir gleich in den Stall reinfahren. Aber ich wollte mal schauen, ob überhaupt abgekippt wurde. Oder war hier kommt Kursplay nicht outreif aktiviert, da ich nicht abgefahren ist. Kann sein. Also beim nächsten Mal wieder ein bisschen mal fahren lassen. Ne? Ein bisschen Stroh brauchen wir schon. Zumindest mal ein Feld, ne? Ein Feld auf jeden Fall. Ein bisschen zukaufen kann ich auf dem globalen Markt, da habe ich noch was drin. Aber falls der mal ausfällt, wenn wir ihn nicht gerade aktiviert haben, dann ist es ganz gut, was im Lager ist. Unser Milchwagen fährt hier lang. Das wäre interessant zu sehen, ob der jetzt auch weiter fährt. Ja, darum fahren wir mal durch. Na, dort die Deichsel. Und der bleibt öfters mal hier stehen und ich weiß nicht warum. Aber sie. Ja. Mal gucken. Standard ist also nicht so wichtig. Tja. Geht nur 10 Meter klein machen, ne? Ich weiß nicht warum. Hier ist kein Kurs eingegeben. Wegen Anhalten. Er hält hier mal an. Ich müsste eigentlich jetzt hier im Prinzip rechts abbiegen. Ne? Also hier geradeaus. Mal ein bisschen eine Kurve nehmen, vielleicht ein bisschen. Denn wenn er den Kurs nicht finden kann, dann würde ja auch die Meldung kommen, er kann den Punkt nicht finden. Und das ist nicht der Fall. Also gibt es den Punkt. Aber er hält hier vorne mal an, ne? Dann müsste ich vielleicht den Kurs, den Bereich aus der Garage rausnehmen und den anderen Weg nehmen. Den anderen Weg nehmen lassen. Denn wenn er immer fahren soll, wäre besser, wenn er hier alleine findet, ne? Denn hier, das klappt eigentlich bisher, also. Aber er hält halt drüben immer an, ne? Und ich weiß nicht warum. Ist der LKW wieder im Wege?
So. Sind Kleinigkeiten, aber. So. Beladen tut er, ne? So, Milch. Ja, beladen. Eben nicht. Er ist ein Trigger raus. Gut, wir haben ihn mit dem größten LKW eingestellt. Mal jetzt ist eh nicht so voll. Aber bevor wir vergessen, können wir die Pumpen mal gleich verschieben Richtung. Yeah. So. Zuschauer, das hat es auch schon heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss und ciao. Jo, morgen geht's hier weiter hier in Thüringen mit. Ja, Milch abfahren weniger, aber mit die Ernte, Resternte und dann Feld Nummer 9 und Feld Nummer 49. Und da geht es bald mit Mais los, ne? Aber eher ein Getreide fertig ist. Tschüss, ciao. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.